Die haben einfach wirklich etwas Sinnstiftendes machen für die 20 Jahre, die ich noch arbeiten muss. Und dann bin ich wirklich auf das Alter gekommen, weil es mich einfach interessiert. Weil wir werden ja auch selber älter. Und dann bin ich auf den Master gekommen für Gerontologie und habe gemerkt, dass ich mit diesem Master mir das Wissen aneignen kann und ihn wirklich in einer neuen Branche Fuß fassen kann. Ja, ich glaube, was sehr wichtig ist am Studiengang, ist, dass unsere Studierenden sehr viel Freiheit haben, um wirklich thematisch etwas auszuwählen, das für sie sehr wichtig ist und sinnvoll. Das heißt, sie können für ihre Masterarbeit und auch für das Masterkonzept, das sie im Voraus machen, wirklich ein Thema nehmen, das für sie jetzt im Büro brennt. Oder wenn sie zum Beispiel noch nicht im Altersbereich tätig sind, ein Thema, wo sie sich gerne zu umorientieren möchten. Und in dem Sinne auch sich schon vorbereiten auf eine neue Aufgabe. Also durch das, dass ich branchenfremd war, habe ich alles aufgesogen. Mal. Und jetzt, als ich als Alters- und Pflegeheim leite, kann ich natürlich viele Elemente, die wir hatten, logischerweise mitnehmen. Was wir ganz wichtig finden bei uns MAS, ist, dass wir unseren Studierenden die Chance geben, um wirklich ins Feld zu gehen bei ihrer Masterarbeit. Das heisst, mit Leuten zu sprechen, wo sie normalerweise vielleicht weniger die Chance haben, um damit zu sprechen. Mit Betroffenen, mit Experten, mit vielleicht Leuten von anderen Firmen. Und wir haben nicht nur den Anspruch, dass sie in dem Sinn empirisch arbeiten, aber wir begleiten es auch. Also wir bieten Workshops Forschung an, wir bieten wissenschaftliches Arbeiten an und sie werden darin trainiert, damit sie, wenn sie dann zu der Masterarbeit kommen, auch wirklich ihr eigenes Forschungsdesign in dem Sinn machen können und wirklich ja, ihre Fragestellung und das, was sie interessiert, auch mit anderen Leuten besprechen, als vielleicht die Leute, wo sie sowieso täglich Kontakte mit haben. Das sind so die Soft Skills, die du da brauchen kannst, oder einfach das bewusste Heranschauen von einem alternden Mensch, dass du einfach, dass man ein weiss, wie der tickt und dass du entsprechend auch intervenieren kannst. Das ist eigentlich das. Ich kann das gar nicht aufzählen. Es ist wirklich die Feinheiten. Es ist ja klar, dass Studierende sich im Voraus realisieren müssen, dass es ein recht großer Aufwand ist. Ungefähr durchschnittlich sagen wir, dass 450 Stunden für das Schreiben von einer Masterarbeit. Das ist ungefähr 8 Stunden in der Woche, also ein Arbeitstag. Als ich wusste, dass ich mit diesem Studium anfange, ich habe 100% geschafft, habe ich 90% runtergeschraubt. Und für mich war es einfach so, dass ich musste durchtakten. Also ja, von Montag bis Freitag am Abend bin ich für das Studium da gewesen. Rückblickend denke ich aber schon, also bin ich stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Aber ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Aber mir schafft es. Also das kann ich wirklich bestätigen. Es geht.